Nach dem Angriff auf den Bremer AfD-Landeschef und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz haben Politiker aller Parteien die Attacke verurteilt und eine Bestrafung der Täter gefordert. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, dass der brutale Angriff scharf zu verurteilen sei. Zugleich äußerte Seibert die Hoffnung, dass die Polizei rasch die Täter fassen werde. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte via Twitter, dass Gewalt niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein dürfe. Die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland und Alice Weidel behaupteten derweil, dass die, Zitat, feige lebensbedrohliche Gewalt das Ergebnis der Hetze von Politikern und Medien gegen sie sei. Magnitz war am Montagabend in Bremen von mindestens 3 Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Die Täter hätten dem 66-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen und seien danach geflüchtet, hieß es von der Polizei.